Hey Leute, was geht? Prunz, dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel und heute zeige ich euch mein 25 Millionen Coins Weekend League Team. Ich habe euch ja vor einer Woche mein Starter-Team auf der PlayStation gezeigt, das habe ich immer noch. Heute zeige ich euch mein fertiges Team auf der Xbox. Das Team ist deutlich stärker und deutlich teurer, weil die Xbox Weekend League für mich einfach wichtiger ist. Ich muss dort innerhalb der ersten Weekend Leagues die 27 Siege knacken, damit ich bei den Qualifikationen für große E-Sports-Turniere, Weltmeisterschaften und mitmachen darf. Deshalb muss ich auch einfach ein Stück weit auf der Xbox viel Geld reinstecken, weil das für meine E-Sports-Karriere wichtig ist, weil man mit einem schlechteren Team natürlich bei den Turnieren, bei den Qualifikationen einen guten Nachteil gegenüber den anderen Leuten hat. Und ich zeige euch einfach mal mein Squad. Im Hintergrund seht ihr die Formation, mit der wir in das Spiel reinstarten. Das ist natürlich nicht zwingend die Formation, mit der auch am Ende gespielt wird. Das heißt, wenn wir hier gleich Cristiano Ronaldo als ZTM haben oder so, heißt das nicht, dass ich ihn dort spiele. Der ist natürlich erstmal nur dahingestellt, damit alle Spieler in der Mannschaft die volle Chemie haben und wir arbeiten uns jetzt von hinten nach vorne voran. Im Tor haben wir direkt die erste Ikone und das ist Edwin van der Sar. Seine Stats sprechen für sich. Der war die letzten FIFA-Teile in meinen Augen immer der beste Keeper. Und auch in diesem FIFA-Teil bin ich bisher sehr zufrieden mit ihm. Er hat die Eigenschaft Flankenfänger, was ich sehr, sehr wichtig finde, weil vor allem bei Ecken kommt er ab und zu mal raus, fängt die Bälle ab. Das machen andere Keeper teilweise nicht. Und so kriegt man richtig häufig Gegentore nach Ecken, was mich einfach genervt hat. Das hat man mit ihm nicht mehr. Van der Sar, guter Keeper. In der Innenverteidigung gibt es vielleicht schon die erste Überraschung, denn wir sehen hier keinen Van Dijk. Was einfach daran liegt, dass ich Tempo in diesem FIFA absolut overpowered finde. Wenn der Gegner schnelle Stürmer hat und einmal an Van Dijk vorbei ist, dann schafft es Van Dijk nicht mehr wirklich einzuholen. Varane und Maldini haben beide 82 Tempo. Mit Shadow sind die irgendwo im 90er Bereich. Die sind richtig schnell unterwegs. Die können eventuell auch nochmal rankommen, den Gegner irgendwie faulen oder wegrammen, wenn der einmal an denen vorbeigelaufen ist. Ich habe noch nicht super viele Spiele gemacht. Um ehrlich zu sein, habe ich erst 30 Division Rivals Games oder so gemacht. Wahrscheinlich bin ich der E-Sportler auf der Welt mit den wenigsten Spielen. Deswegen weiß ich auch noch nicht, wie die erste Weekend League laufen wird. Aber das ist bisher so meine Einschätzung, dass Maldini und Varane in der Innenverteidigung wahrscheinlich stärker sind. Wer weiß, vielleicht denke ich nach den nächsten 30 Games anders und stelle mir dann einen Van Dijk rein, das kann sein. Momentan sieht die Innenverteidigung aber so aus. Und auch meine Außenverteidiger sind ziemlich schnell, denn die haben beide 92 Tempo. Nebenher auch noch ziemlich gute physische Werte, was ich in der Defensive in diesem FIFA auch ziemlich wichtig finde. Viele reden davon, dass Mondi und Walker die besten Außenverteidiger sind. Konkurrenten von denen sind links Davis von Bayern, der natürlich auch übertrieben krass, aber schwer einzubauen. Und rechts Semedo, den könnte ich theoretisch auch in die Mannschaft stellen. Ich bin gerade noch am gucken, wer mir besser gefällt. Semedo habe ich ja auf der PlayStation in meinem Team. Walker habe ich jetzt hier benutzt. Ich zocke auf beiden Konsolen, denke ich, die Weekend League. Nach der Weekend League werde ich entscheiden, wer in meinen Augen der beste Rechtsverteidiger ist. Und der wird dann in beiden Teams bei mir Stammspieler sein. Momentan habe ich die Tendenz, auch von den Stats her, dass Walker ein bisschen besser ist. Im zentraldefensiven Mittelfeld wird es richtig verrückt und richtig teuer. Wir haben hier zum einen Kanté, der ist ein absoluter Staubsauger, was der defensiv macht, was der für Pässe abfängt. Das brauche ich niemandem von euch zu erzählen. Jeder, der schon gegen Kanté gespielt hat, weiß, dass er krass ist. Und Hullet, der ist einfach bisher in jedem FIFA-Teil overall die beste Icon gewesen. Der ist groß, der ist schnell, der hat Körper. Man braucht sich nur seine Stats angucken. Der hat in der Breite gesehen überall die besten Stats. Der ist ein Alleskönner. Der war auch übertrieben teuer. Aber ich denke, das wird sich bezahlt machen, so viele Coins in diesen Spieler gesteckt zu haben, weil in den letzten vier FIFA-Teilen war das einfach immer mit meine Lieblingsikone. Auf den kann man wirklich nicht verzichten. Und jetzt kommen wir auch langsam schon in die Offensive. Im zentraloffensiven Mittelfeld haben wir auf der linken Seite Mbappé, einen 5-Sterne-Skiller. Jeder redet davon, Tricks sind in diesem FIFA stark, Tempo ist wichtig. Ich glaube, Mbappé vereint beides einfach perfekt mit 96 Tempo und mit 5 Sternen Skills. Deswegen habe ich ihn hier auch in meine Mannschaft gestellt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann haben wir hier noch Cruyff. Auch er hat 5 Sterne Skills, er hat 5 Sterne Weak Foot. Ich habe ein paar Matches mit Neymar gemacht, ich habe ein paar Matches mit Cruyff gemacht. Ich muss sagen, im direkten Vergleich hat mir Cruyff ein bisschen besser gefallen. Klar, für Cruyff zahlt man auch 2 Millionen Coins mehr oder so als für Neymar. Deswegen sollte der auch ein bisschen besser sein. Aber
Ich hatte die Coins jetzt noch rumliegen, deswegen dachte ich mir, ich nehme Cruyff. Ich nehme Cruyff, der macht einen guten Job. Aber unsere absoluten Herzstücke dieser Mannschaft haben wir in der Offensive und das sind Pelé und Cristiano Ronaldo. Und ich muss sagen, Pelé hat mir in keinem FIFA-Teil so übertrieben krass gefallen. Es gab sogar FIFA-Teile, da habe ich Pelé gehatet, weil er mit dem linken Fuß alles daneben geschossen hat. Aber in FIFA 21 reichen bei einem guten Spieler mit guten Schusswerten einfach 4 Sterne Weak Foot. Die machen trotzdem alles rein. Und genau das ist es, was Pelé in diesem FIFA so gut macht. Die letzten Jahre hat jeder Eusebio gespielt, jeder hat R9 gespielt. Aber ich glaube, in diesem FIFA könnte Pelé offensiv wirklich die beste Icon sein. Von den Stats ist er es eigentlich sowieso. Es war immer dieser schwache Fuß, der ihn so ein bisschen zerstört hat. Aber der ist jetzt nicht mehr so wichtig. Der ist klein, der ist quirlig. Mit dem kann man richtig schnelle Tricks, richtig schnelle Bewegungen im gegnerischen 16er machen und so zum Tor kommen. Das macht einfach richtig Spaß mit ihm. Und daneben hat man einfach Cristiano Ronaldo, der nebenher noch großes Kopfbälle ins gegnerische Torzimmer nach Ecken macht. Der so viele Kopfballtore, der kann auch tricksen, der ist auch schnell, der kann auch gut schießen. Also die beiden in der Offensive, das ist einfach, glaube ich, ja, so ziemlich das beste Duo, was ich jemals vorne in einem FIFA-Teil stehen hatte, so wie diese bisher spielen lassen. Wie gesagt, vorne, ich hatte ungefähr 30 Rivals-Games bisher. Ich habe nur ein einziges davon verloren. Das war gegen den Werder Bremen-E-Sportler Megabit, der ja auch mit Werder Bremen deutscher Meister geworden ist. Letztes FIFA und vorletztes FIFA. Gegen den kann man verlieren. Ansonsten lief es bisher sehr, sehr gut. Mit der Startelf ist das Team übrigens noch nicht komplett. Ich habe mir auch mal eine richtig geile Ersatzbank gegönnt. Neymar, Van Dijk, Pogba, Rashford, Semedo, Davis und Renato Sanchez. Da ist für jede Position ein guter Backup mit dabei. Hier liegen über 2 Millionen Coins auf der Ersatzbank. Aber dadurch, dass man momentan noch in der Testphase ist, dadurch, dass man noch nicht zu 1000% weiß, welcher Spieler der Beste auf welcher Position ist, wollte ich diese Spieler hier auch unbedingt auf der Bank haben, damit, wenn mir Maldini doch nicht gefällt in einem Match, ich schnell umtauschen kann, wenn Mondi mal Quatsch macht, ich schnell Davis reinbringen kann oder wenn Walker nicht gut spielt, Semedo rein kann. Dasselbe gilt für Rashford, Pogba. Die werden sicherlich auch ihre Einsatzminuten in den Rivals Games oder in der Weekend League bekommen. Und das ist das fertige Team. Ich finde es wirklich perfekt und wir werden damit jetzt auch 2-3 Games machen, damit ihr nochmal sehen könnt, was die Spieler so drauf haben. Das Ganze in... Wir machen ein Online-Freundschaftsspiel als erstes, ein Online-Freundschaftsgame. Und dann wechseln wir in Division Rivals. Also wir gucken erstmal, wie läuft es gegen einen normalen Gegner mit einem normalen Team. Und danach geht es in Division Rivals, wo ich in Division 1 mit einem okayen Skillwert bin, wo man wahrscheinlich gegen bessere Gegner mit besseren Teams spielt. Dann haben wir in beiden Matchups den Vergleich. So, hier ist unser Gegner für das Online-Freundschaftsspiel. Wie erwartet ist sein Team jetzt nicht übertrieben krass. Aber das gibt unserem Team jetzt schon mal die Möglichkeit zu zeigen, was es kann, und die richtige Generalprobe gibt es danach in Rivals. Okay, die Gegner spielen sogar zu zweit. Das kann interessant werden. So, Cristiano Ronaldo. Gut zugelaufen, dass ich den Ball nicht auf Cruyff spielen kann. Dann geht er halt auf Hullet. Der gibt den ganz rüber. Mbappé verstolpert den fast, aber am Ende sicher. Die Gegner versuchen das sehr ruhig und sicher zu spielen. Spielen viel hinten rum, jetzt kommt mal der Pass nach vorne. Okay, die haben uns gelockt. Nicht schlecht von denen. Guter Pass auch. Da konnte Van der Sar kurz unter Beweis stellen, was er drauf hat. Mbappé. Ich hoffe, das war kein Abseits. Ne, kein Abseits. Stark. Und gucken, was so effektiv ist an Tricks. Wie der Außenelastiko da richtig gut ist. Oder Hackenlupfer. Oh mein Gott. Einen gibt es noch vor der Halbzeit. Schöner Hackenpass. Nochmal nach oben. Ja, und da sieht man, die Spieler können auch mit einem schwachen Fuß gut schießen. Von Cruyff kommen würde. Jetzt ist er mal frei. Cruyff. Cruyff. Schön gesehen. Und hätte er den direkt gepasst einfach. Wäre da im Rückraum einer gewesen. Nee, nicht Kanté anspielen. Ohne ihn. Wollen wir das probieren? Ronaldo, hör doch auf, hör doch auf! Was hat er gemacht? Mit der Hacke einfach mal gelupft. Das ist auf jeden Fall eine neue Animation. Die gab es im letzten FIFA noch nicht. Kommt der Gegner auf uns zu, dann können wir vielleicht über ihn rüberheben. Na, jetzt übertreiben wir es aber auch ein bisschen. Muss man ganz ehrlich so sagen. Cruyff, gibt ihn hier nochmal in die Mitte. Hullet.
mit dem Pass. Das ist Ronaldo. Kanté, sauber. Wie lange hat der Pass gedauert? Richtig lange, Alter, der geht rein. Diese Lupfer sind so stark, die sind so krass. Lupfer sowieso okay, aber diese harten Lupfer sind nochmal ein anderes Level. Hört doch auf, Mann, wie gut die einfach sind. Ich mach die ja schon seit 2-3 Jahren, hab oft schon Tore so gemacht. Aber in diesem FIFA könnten die echt OP sein, dass der einfach reingeht. Weil sieht man jeden die ganze Zeit solche harten Lupfer machen. Der könnte gut kommen und der kommt auch gut. Letzte Aktion der Partie, Cruyff. Geht nochmal über den Rückraum. Ey, ich wäre durch gewesen. Ich wäre alleine vom Tor gewesen. Die Schiedsrichter sind auch wirklich betrunken in diesem FIFA. Was die alles abpfeifen. Ich habe schon 10 gesehen. Wie schlecht ist Ancelotti gemacht? Ich habe schon 10 gesehen. Da waren Leute im Fünfer am Schießen und der Schiri hat abgepfiffen. Ganz, ganz komisch. So, jetzt wird's richtig interessant. Jetzt geht es in Division Rivals rein. Gegner hat auf jeden Fall ein gutes Team. OP-Spieler auf jeder Position. Und ja, der wird, denke ich, auch spielen können, wenn der in Division 1 rumrennt. Ronaldo! Oh, den hat er einmal zu oft berührt. So leicht ist es nicht, in eine Lücke zu finden. Der hat echt viele hinten, muss man sagen. Ronaldo! Aber der ist jetzt drin. Ab geht's durch die Mitte. Zack. 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 Alter. Alter, das klappt auch gegen Spieler in Division Rivals. Okay. Ronaldo wieder mal mit der Hacke. Wie OP sind die? Das ist einfacher, so ein Tor zu machen als normal. Aber ist natürlich nicht wirklich realistisch. Aber gut, das ist halt ein Videospiel, ne? Ich find's nicht schlimm, wenn da ab und zu Sachen nicht ganz realistisch sind. Mbappé. Das hat er gut verteidigt. Ich finde, der Skill-Move war eigentlich richtig stark eingesetzt. Zack, 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 zack. Nochmal. Oh, wen spielt der denn? Der sollte eigentlich nochmal in die Spitze. Nicht nochmal nach ganz hinten, aber wir bleiben weiterhin am 16er. Mbappé. Ah, das gibt eine Chance. Ronaldo, das war ein guter Fake-Shot und der ist auch drin. GG, das ist der Rage-Quit des Gegners. 13-0 haben wir gewonnen. War eine schöne Partie. Ich denke, da können wir, dadurch, dass er gequittet ist, noch ein weiteres Rivals-Game ranhängen. Okay, Mondi hat anscheinend eine rote Karte eben bekommen. Habe ich gar nicht so wirklich mitgekriegt. Dann müssen wir jetzt mit so einem gefreestylten Team hier spielen, weil ich mir jetzt die Karte nicht wegbuggen will oder so. Wir zocken einfach so. Was geht? Sind zwar viele jetzt off-cam, aber die werden schon noch so gut spielen, hoffe ich. Und hier ist dann der Gegner, gegen den Davis zeigen kann, was er drauf hat. Er hat auch nicht alle Spieler voller Chemie, deswegen geht in Ordnung. Dann ist es auch gar nicht so schlimm, dass wir das nicht haben. Sein Valverde unter anderem hat viel zu wenig Links, aber auch er hat gute Spieler. Nice, Ronaldo nimmt ihn sich auf links. Ah, der wäre aber drin, wäre der Verteidiger nicht da. Nächste Chance vielleicht. Pelé. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo! Wir kriegen endlich auch mal einen Elfmeter. Unser Elferschütze ist Pelé. So, ich versuche den genau in den Winkel zu schießen. Das ist hier die Idee. Gar nicht mal so leicht dahin zu zielen, aber ich glaube, wir haben's. Und er hat uns durchschaut. Jetzt vielleicht über eine Ecke. Maldini auch nicht. Nochmal einfach rein. Maldini auch nicht. Nicht nochmal einmal rein, sondern ein bisschen mit Spielerei. Ronaldo und der ist drin. Aber wir haben den auch richtig hinten reingedrückt, gerade die ersten Minuten. Yes. Cruyff. Es kommen viele mit. Wen wollen wir anspielen? Wir spielen den im Rückraum erstmal an. So ist immer am einfachsten aufzubauen. Pelé. Ey, der hat richtig Bock auf Grätschen. Grätschen sind OP in diesem FIFA, ja. Aber nicht so, wie der sie einsetzt. Mal gucken, ich ziehe wieder nach oben links. Und ich schieße dann in die Mitte. Und das funktioniert. Okay. Ich dachte schon, er durchschaut uns wieder. Ab geht's. Wieder schön über den Rückraum den Ball in die Spitze bringen. Und dann eine schnelle Sache draus machen. Ah, wieso auch immer Pelé sich den geschnappt hat. Tor ist ein bisschen leer, sage ich dir, wie es ist. Tor ist ein bisschen leer und Varane dreht fast direkt einen Eckball rein.
Warte mal. Warte. Ah! Freistoß! Schiri führt uns auf jeden Fall. Standardsituation im Laufmeer gerade. Da können wir ihm auch noch kurz den Freistoß reindrücken. Der sollte drin sein, der ist drin. Ja, ganz sichere Nummer von dort. Und mit Pelé erst recht. Oh, hinten wird's gefährlich. Der wird sich nach unten wegdrehen und der macht das Tor. Hat er gut gemacht. Boah. Schön gemacht. Ah, der geht gerade ein bisschen aggressiv rauf. Das ist eigentlich gut für uns. Kräuf. Kurzes Eck vielleicht. Ja, funktioniert. Alter, wie gut war diese Flanke? Also der Gegner macht echt ein paar Sachen, die kenne ich gar nicht. Krass. Perfekter Spot zum Lupfen. Hä? Ich habe Lupfer eingegeben, der hat einfach nicht gelupft. Man hat es sogar gesehen. Hä? Davis kommt mit nach vorne. Ronaldo. Was fällt mir hier ein für einen Trick, der klappen könnte? Gar keiner. Korrekt, Danny. Nice, nice Hirn. Was? Das war Kanté. Viele Verteidiger sind hier nicht mehr. Und selbst die, die da sind, wären sogar schon quasi ausgetanzt. Und das war ein Rabona-Tor. Das war ein Trickschuss. Ich habe es einfach just so fun probiert, um zu schauen, wie stark die sind. Weil die Trickschuss-Lupfer gut funktionieren, dachte ich mir, okay, vielleicht sind die Trickschüsse auch gut. Es gibt mein Tor einfach. Es gibt es einfach. Ich finde es schade, dass Gegner die Torjubel von einem skippen dürfen. Das finde ich echt dumm geregelt in diesem FIFA. Und der wollte uns hier hinten reindrücken. Aber zum Glück konnten wir uns befreien. Und jetzt sind wir dran mit dem Gegenangriff und mit den Skills. Pelé. Einmal hier hinter dem Gegner lang. Und der nächste Rabona-Schuss. Die sind auch echt eine Macht. Vielleicht... Nee, es gibt wieder meine Wiederholung. Neymar. Wow, mit hervorragenden Tricks. Ronaldo, willst du mit dem Bergkampf-Flick versuchen, mit dem Doppelten? Nein! Und den letzten kriegt er nicht über seinen Kopf rüber geluft. Sonst wären wir alleine vom Keeper gewesen. Sehr, sehr schade. Gegner, ja, gewinnst du den Ball. Ja, dass jetzt beide nicht mehr komplett ernst spielen, ist ja klar. Zack. Was kriegt er hin, der gute Mbappé? Nicht viel. Ja, die richtig schönen Sachen verteidigt er leider. Oh! Aber das Pressing, das sitzt. Komm, Kanté. Alter, bin ich blind. Sehr, sehr chilliges Game. Fühlt sich gar nicht an wie ein Rivals-Game. Sauber. Zack! Und wir probieren nochmal einen anderen Trickschuss aus. Und der kommt auch richtig stark und richtig mit Kraft. Sehr cooles Game. Hat richtig Bock gemacht. Ihr seht, FIFA 21. Kann ein richtig cooles Spiel sein, mit richtig viel Tempo, es geht hin und her. Nicht so wie die anderen FIFA-Teile, wo gebunkert wurde, wo das Spiel langsam war. Klar, jetzt sagen manche, die letzten FIFA-Teile waren realistischer, manchen gefallen vielleicht auch die letzten FIFA-Teile besser, aber ich finde es so geil, es geht hin und her, man kann tricksen, beide machen coole Sachen, es ist ein Spiel und genau das merkt man jetzt einfach und ich weiß nicht, mir macht es übelst Bock bisher. Ich bin gespannt, wie die Weekend League läuft, aber... Macht einen sehr guten ersten Eindruck hier alles. Das Spiel und das Team. So, hier sehen wir noch den Skillwert vom Gegner. 2200 hatte der, das ist ziemlich gut. Mein Skillwert ist noch nicht so stark, weil ich noch nicht so viele Rivals Games gemacht habe. Wie gesagt, ich habe bisher erst ein einziges Rivals Game verloren. Aber ich habe auch insgesamt erst 30 oder so gemacht. Deswegen hänge ich bei 2099 rum. Aber wir arbeiten uns auf jeden Fall die nächsten Wochen auch noch hoch. So, hier sehen wir nochmal unser Team. Ich kann auch einmal die Statistiken durchgehen für die, die ganze Zeit dran geblieben sind, denen will ich das natürlich nicht vorenthalten. Man sieht es hier, 27 Games habe ich bisher gemacht. Pelé hat in diesen Games 39 Tore und 17 Torvorlagen erzielt. Das ist richtig stark. Cristiano Ronaldo mit nicht ganz so guten Stats, aber 1,5 Torbeteiligungen pro Spiel. Ja, sind auf jeden Fall auch nicht schlecht. Cruyff, da bin ich gespannt. Der ist, glaube ich, nicht so stark, oder? 6 Tore, 5 Vorlagen, aber den habe ich auch noch nicht so lange. Das muss man bedenken. Also geht das sogar noch. Mbappé mit 19 Toren und 11 Vorlagen. Auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich stark. Kanté macht, glaube ich, gar nichts. Der hat bisher nur Vorlagen gemacht und Pullet ist auch relativ
solide unterwegs, was die Vorlagen angeht. Der spielt schon gut mit nach vorne und okay. Beim Verteidigen können wir uns das, glaube ich, sparen. Das Einzige, was sie sammeln, sind gelbe und rote Karten, aber ansonsten nicht so viel. Maldini hat eine Torvorlage, Walker auch und das war's. Das ist mein Team. Bin bisher zufrieden. Falls ihr Ideen habt, was man ändern kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao.